Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody. Was geht ab? Ich bin's wieder. Willkommen zu einer neuen True Crime Episode. Für diesen True Crime Tuesday habe ich mir eine sehr grausame Geschichte mal wieder ausgesucht. Heute geht es um den Fall von Isabella Guzman, die ihre eigene Mutter mit 79 Messerstichen ermordet hat. Es ist unvorstellbar, aber dieses Mädchen ging viral auf TikTok, nachdem sie ihre Mutter umgebracht hat. Unter anderem wurde sie deswegen berühmt. Scheinbar sagt sie da, dass sie nicht geweint hat oder dass es ihr nicht leid tut. Man weiß es nicht. Aber ich erzähle euch alles nach und nach. Also holt euch vielleicht einen Tee, kuschelt euch in der Decke ein. Jetzt wird's spooky. Isabellas Eltern trennten sich, als sie, glaube ich, 5 Jahre alt war. Und ihre Mutter musste seitdem sehr hart arbeiten, um sich und das Kind zu finanzieren. Ihre Mutter arbeitete als Fotografin und hat nicht viel Geld verdient, aber sie hat wirklich sehr hart gearbeitet, um Isabella ein gutes Leben zu ermöglichen. Isabella war aber irgendwie für gar nichts dankbar, was ihre Mutter ihr so geben konnte. Mit 7 Jahren hat die Mutter dann entschieden, dass Isabella zu ihrem Vater kommt. Mit dem hatte sie auch nicht so das beste Verhältnis. Also man kann sagen, sie hatte zu beiden Eltern eher so ein semi-gutes Verhältnis. Das ist noch nett ausgedrückt. Aber sie kam dann kurz darauf wieder zur Mutter zurück. Als sie 18 war, ging sie auch dann nicht mehr zur Schule und sie hat kurz bevor sie den Abschluss gemacht hat, die Schule einfach hingeschmissen, worauf ihre Eltern natürlich sehr enttäuscht von ihr waren. Sie hatte durchgehend Probleme mit ihrer Mutter, sie wurde immer aggressiver ihrer Mutter gegenüber, sie stritten viel. Einmal hat sie sogar angespuckt, also super respektlos. Sie war einfach irgendwie generell sehr wütend auf die Welt, sehr wütend auf alles um sich rum. Sie hat auch einen Stiefvater, also ihre Mutter hat sich neu verpartnert. Ist das ein Wort? Mit dem kam sie allerdings auch nicht klar, weil sie dachte, ihr Stiefvater möchte ihren richtigen Vater ersetzen. Sie behauptete auch eines Tages mal, dass sie zu Hause missbraucht wurde und deswegen so wütend auf ihre Eltern war. Ob das stimmt, kann man nicht belegen. Also es gab keine Zeugen, es gab niemanden, der das irgendwie bestätigen konnte. Als Isabella 18 Jahre alt war, hat sich ihre Aggressivität ihrer Mutter gegenüber so sehr gesteigert, dass ihre Mutter wirklich schon Angst vor ihrer eigenen Tochter hatte. Nach einer Drohung von Isabella, die sie per E-Mail bekommen hat, hat sie die Polizei gerufen. In dieser E-Mail stand, du wirst dafür bezahlen. Die Polizei macht Isabella dann auch klar, dass sie nun volljährig ist und dass ihre Mutter sie jederzeit auf die Straße setzen könnte. Isabella ist dann wieder zu Hause. Sie ist den ganzen Tag im Zimmer, was nichts Ungewöhnliches war für sie, weil sie das sowieso eigentlich die ganze Zeit macht. Als ihre Mutter dann nach Hause kommt, sagt sie ihrem Partner, sie möchte kurz duschen gehen und dann ins Bett, weil sie sehr erschöpft war von der Arbeit. Sie geht also ins Bad, der Stiefvater ist unten im Wohnzimmer, schaut fern, nichts ahnend und auf einmal hört er Geräusche von oben aus dem Badezimmer. Hämmern, Schreie, Klopfen, Wirrwarr. Plötzlich wird ihm klar, was da oben eigentlich gerade passiert. Die Mutter von Isabella ruft auch nach ihm, ruft um Hilfe. Er eilt die Treppe hoch und als er oben ankommt, ist es aber schon zu spät. Er kann nur noch sehen, wie Isabella die Badezimmertür zustößt und abschließt. Es muss absolut grausam für diesen Mann gewesen sein, seine Frau, die du liebst, nach Hilfe schreien zu hören. Und du kannst einfach nichts machen. Er geht dann zum Telefon, er weiß nicht, was er machen soll, er ruft die Polizei. Und da sieht er auf einmal, wie von unter der Tür eine Blutlache fließt. Das letzte, was man von der Mutter hörte, war das Wort Jehovah, was so viel wie Gott bedeutet. Dann wurde alles still. Irgendwann geht die Türe auf. Isabella läuft blutüberströmt mit einem Messer in der Hand an ihm vorbei. Ich kann mir nicht vorstellen, was in seinem Kopf und in seinem Herz zu diesem Zeitpunkt los sein muss. Natürlich weiß er, was passiert ist, das ist ja offensichtlich. Isabella läuft dann an ihm vorbei, zeigt keine Emotion, keine, gar nichts. Sie läuft einfach langsam und ruhig an ihm vorbei und verlässt das Haus. Ja, der Stiefvater geht dann ins Bad und sieht die Szene. Ich kann mir echt nicht vorstellen, wie traumatisiert man nach sowas sein muss. Er versucht, seine Frau wiederzubeleben, aber keine Chance. Sie ist noch im Badezimmer gestorben. Isabella hatte 79 Mal mit dem Messer auf sie eingestochen. Die meisten Wunden davon waren im Gesicht. Hier wird ganz klar, was für eine hasserfüllte Tat
das gewesen sein muss. Ich habe nicht mal Worte dafür. 79 Stichwunden waren es insgesamt und 30 davon waren im Gesicht. Ein Baseballschläger hat sich auch noch zusätzlich im Badezimmer befunden, mit dem Isabella zusätzlich zugeschlagen hat. Ob das jetzt vor dem Messerstichen war oder danach, ist unklar. Die Polizei sucht dann nach Isabella, die Fahndungen laufen, ihr Bild hängt überall aus. Bis sie dann einen Anruf bekommen haben von jemandem, der meinte, eine Leiche in einer Tiefgarage in einem Auto gesehen zu haben. Die Polizei rückt aus, um das zu untersuchen, und sie fanden dann eine schlafende Isabella vor. Sie war immer noch voller Blut, immer noch mit denselben Klamotten, mit denen sie ihre Mutter umgebracht hat. Als die Polizei sie festnimmt, leistet sie keinen Widerstand und geht einfach mit. Sie hatte ein paar Schnittwunden an den Händen und kam daraufhin ins Krankenhaus. Schnittwunden haben sich so an der Handfläche befunden. Wahrscheinlich ist sie mit dem Messer so ein bisschen abgerutscht und hat sich dadurch selbst verletzt. Sie wird dann psychologisch beobachtet und analysiert und es stellt sich heraus, dass sie unter Schizophrenie leidet. Bei manchen, die schizophren sind, ist es ja der Fall, dass sie halluzinieren und andere hören Stimmen. Und bei Isabella war es tatsächlich beides. Sie hat gemeint, sie hört Stimmen im Kopf, die ihr sagen, dass sie ihre Mutter umbringen muss, um die Welt zu retten. Ihre Mutter war in ihrem Kopf oder in ihrer Geschichte ein böser Charakter namens Cecilia, vor der sie die Welt beschützen muss. Ihr kennt ja dieses Lied Sweet But Psycho. Auf dieses Lied wurden dann Fanvideos und Fan-Edits von ihr erstellt. Das ist absolut abartig, was auf TikTok da abging, weil viele Menschen sie einfach verteidigt haben, weil sie doch süß ist. So ein Kommentar war von wegen, aber sie ist doch hübsch, warum muss sie ins Gefängnis? Weil sie ihre Mutter umgebracht hat. Ha? Ich kann es überhaupt nicht glauben. Dieses Mädchen hat auf grausamste Art und Weise ihre eigene Mutter umgebracht. Und sie bekommt daraufhin eine Fanbase. In was für einer Welt leben wir? Die Taktik von ihren Anwälten ist natürlich auch klar. Sie plädiert auf nicht schuldig, weil sie eine psychische Erkrankung hat und deswegen nicht zurechnungsfähig war. Diesem Antrag wurde auch stattgegeben. Sie wurde als Erwachsene verurteilt, aber zur Psychiatrie. Wie lange, weiß man nicht. So lange, bis die Ärzte sagen, sie kann wieder in die Gesellschaft zurückgeführt werden und sie ist keine Gefahr mehr für andere. Sie ist jetzt 25 und sie möchte wieder aus der Psychiatrie raus. Sie meint, sie ist jetzt therapiert und sie nimmt ihre Medikamente und sie ist nicht mehr dieselbe, die damals die Tat begangen hat. Wenn sie wirklich rauskommen würde, fände ich das sehr, sehr hart, weil dann wäre sie einfach nur 5-6 Jahre in der Psychiatrie gewesen für so eine Tat und ich finde das... Was sagt ihr zu diesem Fall? Ich meine, es gibt nicht wirklich viel dazu zu sagen, außer dass es furchtbar grausam ist. Auch für den Stiefvater, es muss super traumatisch gewesen sein. Er hat sie sogar noch versucht wiederzubeleben, obwohl sie so zugerichtet war. Ich kann mir das echt nicht vorstellen. Freunde, das war das Video über diesen Mordfall. Es war ein heavy one diesmal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und abonniert meinen Kanal. Ich lade jeden Freitag um 18 Uhr ein Video hoch und manchmal auch dienstags, wenn ich mich danach fühle. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!